dann hast du das Fundament trotzdem abgedeckt und sie werden trotzdem als Sportler und Sportlerinnen groß. Für mich auch als Nationaltrainer unglaublich wichtig. Ich will, dass die Spieler auf den Platz gehen und Freude haben, weil sie das sehr ähnlich spüren, wie es damals auf dem Bolzplatz war. Julian, über 2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland spielen Fußball. Wir haben das Ziel, mit der Trainingsphilosophie Deutschland die Lebensrealität von den Kids zu verbessern. Ja. Was hast du für Erinnerungen als Jugendlicher, als Kind an den Fußball zu spielen? Was hat das dir bedeutet? Ja, extrem viel. Ich habe tatsächlich mit 3 schon angefangen, im Verein zu spielen. Natürlich wie jedes Kind im Heimatverein. Ganz kleines Dorf, 700 Einwohner. Trotzdem haben es tatsächlich aus der Mannschaft damals im Verhältnis relativ viele geschafft, die auch dann höherklassig gespielt haben. Da war ich jetzt nicht der Einzige. Was schon viel daran lag, dass wir tatsächlich ganz ordentliche Trainer hatten. Und als gesamte Gruppe mit meinen ganzen Kumpels mit Spaß dabei waren. Und so. Und es gab tatsächlich damals, jetzt erinnere mich an keinen, der irgendwie vor der A-Jugend da aufgehört hat und keinen Spaß mehr hatte am Fußball, sondern wir hatten echt ordentliche Trainer, die sich schon auch ein paar Gedanken gemacht haben, wie sie alle Jungs auch bei Stange halten können und Spaß am Fußball behalten können. Und das war schon eine sehr prägende und bedeutende Zeit für mich. Und wahrscheinlich hast du über das normale Training hinaus auch Fußball gespielt im privaten Kontext? Spielen auf Tore, Bolzplatz? Richtig, ja. Wir hatten, den gibt es tatsächlich leider nicht mehr im Heimatdorf, aber wir hatten unweit von meinem Elternhaus, ja, mitten im Ortskern so einen kleinen selber gebauten Bolzplatz mit selber gebauten Toren. Und da war tatsächlich jeden Nachmittag einfach Kicken angesagt. Haben sich verschiedene, nicht nur Jungs, sondern auch Mädels getroffen. Und dann war es teilweise ein wildes Spiel mit sehr vielen Spielern auf einem engen Feld, aber mit sehr viel Spaß. Und das war neben dem normalen Training dann auch immer jeden Tag auf jeden Fall an der Ordnung, dass wir da gekickt haben. Wir haben heute ja schon einen gesellschaftlichen Wandel, weil die Kinder länger in der Schule sind als wir früher. Dann wird dann Mittag gegessen noch, dann viele bleiben dann noch in der Betreuung bis schon in der Grundschule bis 3, 4 Uhr. Dadurch ist es ein bisschen schwieriger geworden. Das Handy, das iPad ist natürlich dazu gekommen. Deswegen wollen wir diese Elemente des Bolzplatzes auch in das Training holen. Ja. Weil dieses Spielen auf Tore ist für uns der Kern von Fußball. Was hat es dir bedeutet, in diesen Flow zu kommen und in das Spiel abzutauchen, zu spielen, anzugreifen, zu verteidigen? Ja, ich glaube, das habe ich ja schon oft betont, auch in der einen oder anderen Pressekonferenz, dass ich das auch heute von Profis sehen will und das, was sie auch später oder früher geprägt hat, auf den Fußballplatz zu gehen, nämlich Fußballspiel zu spielen und Tore zu erzielen. Natürlich gehört auch irgendwie Verteidigen dazu, das ist eine andere Part. Aber generell, glaube ich, war es immer Salz in der Suppe, auch Tore zu erzielen, ein Spiel zu haben, Duelle zu haben, 1-gegen-1 zu haben, Spaß zu haben zusammen. Und das hat mein Leben geprägt und prägt hoffentlich noch viele weitere junge Leben, die auf dem Fußballplatz sind und Spaß haben wollen. Ja, das ist unser Wunsch und wir wollen gucken, was bedeuten die Entscheidungen, die wir als Trainer treffen, für den Einzelnen, für das einzelne Kind, für den einzelnen Spieler. Für uns sind Überschriften Freude, Intensität, Wiederholung, dass wir Freude steckt im Spielen, dass wir viel am Ball sind. Ich glaube, das ist im Kinderfußball gerade prägnant. Wenn man die 8-Jährigen sieht im 7-gegen-7, haben einfach ganz viele den Ball gar nicht. Wir wollen dafür sorgen, dass sie viel am Ball sind. Und sie sollen auch wirklich Sport machen, diese Intensität, dass der Puls hochgeht. Das sind für uns wichtige Punkte, aber es geht jetzt nicht nur um die, die mal in der A-Nationalmannschaft spielen und die Bundesligaspieler werden, sondern es sind über 2 Millionen Kinder und Jugendliche. Und wir wollen das natürlich für die Kids gut gestalten. Wir haben ja neulich schon ein paar Stunden gesprochen darüber. Und da sind Themen, wir sind ja jetzt auch 2 Beispiele. Gut, Gesundheit hat da bei uns nicht so ganz geklappt. Ne? Gezwungen, früh Trainer zu werden. Aber die Werte, die da drin stecken im Fußball, auch unabhängig davon, in welcher Liga man dann landet, wie wichtig ist das für dich? Respekt, Disziplin, soziale Werte, Umgang miteinander. Wir in Deutschland waren ja immer ein Land der Vereine. Jetzt sprechen wir über Fußball, aber es gibt ja noch einige andere Vereine, andere Sportarten, wo es die gleichen Thematiken haben und gleichen Themen besprechen oder besprechen sollten, die auch wir jetzt besprechen. Am Ende, glaube ich, bin ich da ein ganz gutes Beispiel. Ich war auf dem Weg zum Profi und bin es dann nicht geworden, aus verschiedenen Gründen. Neben Verletzungen spielen da sicherlich auch andere Gründe immer eine Rolle. Und dann hast du erstmal natürlich einen Moment, wo du sehr gefrustet bist, sehr traurig bist, dass es nicht geklappt hat. Aber irgendwann blickst du zurück auf eine Zeit, die dich trotzdem extrem geprägt hat. Und in der Gruppe groß zu werden, mit einer Gruppe gemeinschaftlich an Zielen zu arbeiten. Dann natürlich auch alle Werte, die mit so einer Gruppe einhergehen. Pünktlichkeit, Disziplin, Respekt, füreinander einstehen, dem anderen Hilfestellung geben, selber auch akzeptieren, dass einer vielleicht mal dich kritisiert oder irgendwas von dir möchte. Es ist ja nicht nur immer Loben und nicht nur immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, selbst in der F-Jugend nicht. Auch da gibt es mal Streitigkeiten in der Mannschaft, aber auch das ist wichtig, als Kind das zu lernen, dass da nicht immer Mama, Papa oder der Trainer da ist, der das löst, sondern eben auch, wenn man selber in eine Diskussion kommt mit anderen Kindern und Streitigkeiten löst. Das sind viele Dinge, positive wie negative, die man da mitnimmt, die einen extrem prägen. Und die Zeit
will ich ehrlich gesagt nicht missen, sondern die hat mich auch als Person, als Charakter geprägt und bringt mir auch heute was in meinem Berufsleben und würde mir auch was bringen, wenn ich jetzt nicht im Beruf Fußball arbeiten würde, sondern in irgendeiner anderen Wirtschaftsbranche, glaube ich, wäre es genauso, dass auch die Werte, die mir Teamsport und Mannschaftssport mitgegeben hat, extrem was bringt. Und ich glaube, diese Isolation, die das eine oder andere Kind erlebt, wo sicherlich das Handy und das iPad, wie du schon erwähnt hast, auch eine gewisse Rolle spielt oder auch die schulischen Anforderungen, wo wir ja, Kinder haben, die bis 16 in der Schule sitzen, aber deswegen jetzt nicht mehr Sportangeboten kriegen, sondern dann eine Mittagsbetreuung haben mit Hausaufgaben und dann vielleicht nochmal Mathe machen oder nochmal Deutsch machen, was auch wichtig ist, aber generell oft dann nur mit einer Stunde Sport oder zwei Stunden Sport in der Woche auskommen müssen, das ist dann am Ende des Tages zu wenig. Und da haben wir natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Da steht das schöne Wort Gesundheit. Denke jetzt mal an die Krankenkassen. Später mal, wenn Kinder heute dann mit 5, 6, 7, 8, 9 keinen Purzelbaum mehr können und extreme Probleme haben später, dann fällt es natürlich auch irgendwann der Allgemeinheit wieder zur Last, weil sie die Dinge auch bezahlen müssen, die dann an Behandlungen vielleicht notwendig werden. Sprich, das hat auch ein weitgreifendes Thema auch aus finanzieller Sicht für den Staat, ja, nicht nur für den einzelnen Betreffenden, sondern einfach auch für die gesamte Gesellschaft. Und ich glaube, das, was Deutschland immer stark gemacht hat, war eben ein Vereinsleben, jetzt in dem Fall Fußball, aber auch in anderen Vereinen. Und das ist schon sehr viel weggebrochen. Ich glaube, dass wir da als Gemeinschaft, was ich auch, glaube ich, nach der EM thematisiert habe, schon viel gewinnen können, wenn wir verstehen, dass es schon mehr Spaß macht und mehr Sinn macht, in einer großen Gruppe an einem Ziel zu arbeiten, als jeder nur für sich. Ja, Julian, du hast die Brücke gebaut, deswegen starten wir dann jetzt mit der Schule des Kleinfeldfußballs, weil du hast ja schon die Gesamtgesellschaft und die Situation von den jungen Menschen angesprochen. Und wir wünschen uns 3-gegen-3 Orte in der Schule, ja, in der 1. bis 6. Klasse im offenen Ganztag. Wir sehen das mal hier. Das ist ein kleiner Bolzplatz in der Schule in Württemberg, wo auf 4 Feldern 3-gegen-3 gespielt wird. Es gibt auch noch, es sind nicht 24 Kinder, sondern 30 Kinder. Die anderen Kids sind hier noch dazwischen, sind dann kurz Spielfeldbegleiter. Ja. Das heißt, wir haben 5 Niveaus, wo 3-gegen-3 gespielt wird. Die Kinder, die im Verein spielen, die Jungs spielen in einem Feld, können auch Mädels mitspielen. Ja. Du hast aber auch ein Feld, wo die Mädels untereinander spielen können. Du hast ein Feld, wo die Spieler und Spielerinnen spielen können, die sonst gar keinen Sport machen. Wir können auch gerne auf 2 Feldern Basketball spielen, auf 2 Handball und Hockey spielen. Wir wollen das gar nicht nur für den Fußball haben. Du hast gerade über eine gesellschaftliche Verantwortung gesprochen, weil das ist ein Konstrukt für uns, was wir jeden Tag machen könnten. Immer 4 Minuten Spielzeit, bei 0-0 geht's los, muss ja nur jemand haben, der die Felder einteilt, der anpfeift, abpfeift. Und dann wird gespielt auf unterschiedlichen Niveaus. Was siehst du da? Was würde das bedeuten? Wie viel Freude hätte dir das gemacht? Würdest du das für deine Kinder wünschen? Ja, absolut. Am Ende, ich krieg's ja mit bei meinem Sohn, der dann aus der Schule kommt und sagt, heute haben wir in der Pause eine halbe Stunde gekickt. Die haben eine 30 Minuten Pause und kicken 30 Minuten. Also die machen es ja sowieso. Am Ende, wenn es ein bisschen angeleitet ist auf verschiedenen Feldern und du einfach noch mehr mit einbeziehst, glaube ich, ist es wertvoll für die Gesamtsituation der Kinder, für das Gesundheitswesen, für alles, was ich gerade gesagt habe. Am Ende, glaube ich, müssen viele Leute verstehen, dass es in so einer Idee nicht darum geht, da jetzt 30 Profis rauszukriegen oder jeder Profisportler, ich sage jetzt mal weg vom Fußball, Profisportler werden muss, sondern es geht einfach darum, sich zu bewegen, Spaß zu haben und auch an alle Lehrer. Generell geht es auch darum, eine Grundlage zu schaffen, um vielleicht ab 14:30 wieder konzentrierter auch in den Unterricht zu gehen. Ja, es gibt ja 1000 wissenschaftliche Studien, was es mit dem Körper macht und auch mit deiner Hirnleistung macht, wenn du dich zwischendrin mal bewegst. Und wenn es ein bisschen angeleitet ist und du einfach da keine langen Standzeiten hast und das Problem ist, was mein Sohn mir auch viel berichtet, am normalen Kicken, die spielen dann 11 gegen 11 oder 10 gegen 10, je nachdem, wie viele mitspielen. Und dann gibt es natürlich Talentiertere, wie du gerade sagst, und weniger Talentierte. Und die haben natürlich dann selten den Ball. Und irgendwann spielen die nicht mehr mit, sondern sitzen in der Ecke und gucken zu. Und in dem Kontext bei 3 gegen 3 hast du einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, erst recht, wenn du es dann noch einteilst, ein bisschen in der Qualität oder im Können der Einzelnen, trotzdem, dass jeder Ballaktion hat, jeder Spaß hat, jeder die nötige Intensität, die wir vorhin besprochen haben, auch die Freude entwickelt, um auch dabei bleibt. Ja, und dann, wie du es richtig sagst, geht es ja nicht nur um Fußball, sondern es können auch andere Sportarten sein. Aber du hast natürlich eine deutlich höhere Anzahl an Ballaktionen in allen Sportarten und dem auch mehr Freude und einfach ein längeres Dabeibleiben und dem auch einen viel größeren Effekt auf die Gesamtgesellschaft. Wir haben auch Freiheitsgrade, weil das kannst du ja jeden Tag so machen, weil das Spiel immer anders ist. Also die Freiheitsgrade in der Persönlichkeitsentwicklung. Weil sonst wird den Kids natürlich auch viel gesagt, mach das, mach so, mach so. Und diese Freiheit zu spüren und das auf deine Art zu spielen, weil das spielt natürlich ein Dribbler spielt das anders als ein körperlicher Innenverteidiger. Ja, und da kannst du in deiner Art spielen. Auch das finden wir sehr, sehr wichtig und glauben, es ist eine unglaubliche Möglichkeit, ein Sportkonzept für den offenen Ganztag zu bauen. Ohne viel Aufwand, viel Effekt. Ja, du brauchst keine Trainer dafür, sondern das kann
Das kannst du sofort machen. Das können wir FSJlern beibringen, das können wir jungen Menschen beibringen, ja, auf einem kurzen Weg. Und dann ist es dieses Setting und da die Werte zu leben, all die Werte, die du gesagt hast, da schon drauf zu stülpen und nicht jetzt jeden Tag ein anderes Training zu machen, sondern einfach die Kinder zu begleiten. Ja, du hast im Prinzip spielerisch eine Wertevermittlung, die sie sonst in der Schule in einem deutlich trockenen Rahmen vielleicht lernen sollten oder lernen müssen. Ja. Für uns ist ganz wichtig, und damit haben wir sehr viel Einfluss genommen auf den deutschen Nachwuchsfußball, ist die Nettospielzeit pro Spieler in kleinen Spielformen. Ja. Ein Argument, was uns dann oft trifft, ist, ja, wir haben, oder klassisch wäre es jetzt, dass hier 7-7 in einem Feld gespielt wird. Wir haben jetzt die D-Jugend von Würzburg beim Internationalen Trainerkongress. Und der Schlüssel ist für uns, jetzt wird hier auf das große Tor gespielt, oben auf die kleinen Tore. Hier ist sogar ein Torwart vor den kleinen Toren, weil da kann auch jemand verteidigen. Aber der Schlüssel für uns ist, dass hier im 3-3 jedes Kind viele Aktionen hat. Hier wird geschossen, hier wird gedribbelt, all das, was wir gerade auch schon gesagt haben. Ja. Aber der Schlüssel ist das zweite Feld. Und das ist das, was wir beibringen möchten. Weil solange wir mit 14 Kindern in einem Feld bleiben, kommen wir nie auf die Zeiten pro Spieler in diesen Formen. Und hier ist es ein 3-3 plus Torwart auf jeweils ein Tor. Was siehst du da? Hätte dir das Spaß gemacht als junger Mensch? Ja, absolut. Ich glaube, generell, das vergisst man oft als Trainer, wenn man dann im Erwachsenenbereich ist, dass bei jedem Spieler, der auch Profi ist, trotzdem, wenn du sie fragst, ob sie irgendeine isolierte Form machen wollen oder eine Spielform, dann wollen sie mal eine Spielform. Wenn du fragst, mit wie vielen Spielern, dann kommt es meistens bei einem 4-4 oder 3-3 raus, weil sie selber ständig den Ball haben wollen. Also sprich, eigentlich ein ganz natürlicher Spieltrieb, den man als Kind hat, wenn man Fußball anfängt. Den hat ein Erwachsener immer noch, nur die Erwachsenen verlernen es manchmal. Und da ist es wichtig, dass wir natürlich im Nachwuchsbereich das so machen, dass jeder die nötige Wiederholungszahl hat. Du hast eigentlich da dieselben Anforderungen wie später in einem großen Spiel, nur einfach in einer deutlich höheren Wiederholungszahl. Und das ist ja, liegt auf der Hand, wenn du gewisse Dinge wie Dribbling, wie Torschuss, wie vielleicht Doppelpassaktionen einfach in einer viel höheren Wiederholungszahl machst, weil du öfter den Ball hast und der Raum enger ist und du nicht so viele Spieler hast, dann lernst du natürlich auch deutlich mehr. Das liegt auf der Hand. Und dann sehe ich es genauso wie du, der Schlüssel, das auf mehreren Feldern zu machen. Man sieht leider oft dann Trainer, die, wenn man das jetzt so sieht, denkt man sich, ja, eigentlich offensichtlich, nicht so kompliziert, aber trotzdem sieht man oft Trainer, die dann sagen, ja, jetzt 3-3, was mache ich dann mit den anderen 8, die irgendwo rumstehen? Oder ich sehe sie nicht, ja, ich habe genau. Sie nicht in der Kontrolle. Dann ist es immer ein bisschen, eigentlich relativ simpel, ein zweites, drittes Feld aufzubauen und eben, wie du vorhin gesagt hast, gibt sich das eine oder andere Elternteil, was dann auch so ein Spielfeld begleitet, da musst du auch kein Trainer sein, du kannst als Trainer auch, wenn du den Anspruch hast, da auch immer wieder was zu sagen, hin und her pendeln und hast einfach Eltern, die dich vielleicht unterstützen, die die Spielfelder begleiten, Bälle reinspielen, dann hast du einfach eine extrem hohe Wiederholungszahl. Wie wichtig ist Bälle reinspielen, Tempo hoch, Intensität, vielleicht eine Shotclock, dass es zum Abschluss kommt, dass ja, es nach vorne geht? Absolut hoch, weil am Ende soll es jetzt kein Ballgeschiebe werden oder keine Ballhalteform, sondern soll eben die Würze im Spiel immer dabei sein, aufs Tor zu gehen. Ja, und wenn du natürlich jetzt da, weiß nicht, 2 Minuten netto spielst und du musst aber davon immer einen Ball holen, dann ist es schwierig. Du musst schon versuchen, dass ständig Bälle reinkommen und einfach ein hohes Spieltempo ist, eine hohe Wiederholungszahl. Und die generierst du natürlich auch einerseits durch Spielfeldgröße, wie man es hier sieht, durch Spielanzahl, aber eben auch durch einen, der sich darum kümmert, dass Bälle mal wieder ins Spiel kommen. Genau, das ist dann in dem Moment, wo du einen Ball hast und holst ihn die ganze Zeit, da geht der Puls nicht hoch, dann ist Intensität weg, dann sinkt Wiederholungszahl. Und die Freude wieder auch weg. Die Freude geht weg. Ja. Das heißt, das sind kleine Dinge, wo wir helfen wollen, weil es sind oft Mamas und Papas, die Kinder trainieren, was großartig ist. Ja. Und da wollen wir unterstützen, diese kleinen Kniffe zu kennen. Vor allem im Basissport ist eine Shotclock super, weil jetzt im Breitensport haben die Kids das noch nicht in sich, schnell zu spielen. Ja. Die spielen ja noch nicht wie jetzt auf dem Niveau. Ja. Wo du unterwegs bist, da ist es natürlich irgendwo auch natürlich, mit Geschwindigkeit zu spielen. Und da kannst du natürlich, ohne dass du die ganze Zeit schneller schreist, einfach, du hast nur 8 Sekunden Zeit, um abzuschließen, wird automatisch das Spiel schnell und das geht irgendwann ins Unterbewusstsein, dann haben wir kleine Möglichkeiten, da zu helfen. Aber ihr habt das auch gemacht. Ja, auch mit derselben Idee. Jetzt nicht im 3-3, aber im 5-5. Ja, und am Ende, das ist tatsächlich die Klasse, das ist im Profifußball, wenn du selbst einen A-Nationalspieler fragst, was ist dein absolutes Lieblingstraining, dann ist es meistens ein 5-5 Turnier auf 2 Feldern oder auf wenn es einen größeren Kader ist, auch mal auf 3 Feldern. Das muss dann auch, um es dann auch in den Breitensport oder auch in den Kinderfußball runterzubrechen, ist nicht immer auf 4 Großtore sein, wenn du keine 4 oder auf 4 Tore sein, wenn du keine Torhüter hast. Kann auf Stangentore sein, kann auf Hütchentore sein, natürlich ist klar, brauche nicht drum herumreden, ein Fußballer spielt am liebsten auf ein normales Tor mit Torwart. Ja, manchmal hast du es aber nicht oder hast es nur auf einem Feld. Auch das machen wir tatsächlich, wenn wir in Rücksprache mit unserem Torwarttrainer
4 Torhüter haben und er braucht 2 aber für ein isoliertes Training, weil er mit denen Dinge trainieren will, dann machen wir auch trotzdem 2 Felder und spielen in einem Feld auf 2 Großtore und im anderen vielleicht auf 4 Kleintore, haben denselben Ablauf und dann hat jeder Spieler mal den Moment, aufs normale Tor zu spielen, aber auch eben den Moment, auf ein kleines Tor zu spielen, was natürlich andere Anforderungen sind, was ein bisschen andere Dinge auch provoziert, aber eben die Gesamtheit des Spiels dann auch abbildet und ja, das ist nicht nur für den Kinderfußball gut, sondern auch für uns in der A-Nationalmannschaft, wie man hier sieht. Ist von gestern das Video. Hast du 3 gegen 3 Basketball geguckt bei Olympia? Ja, habe ich geguckt, ja. Hier Lars Stindl, den haben wir in den Zehnerraum gestellt, so 25 Meter vorm Tor mit 2 Kontakten, letzte Pässe spielen. Er ist jetzt Co-Trainer haben wir heute bei uns in der U20. Die Form übrigens. Habt ihr heute auch gespielt? So ähnlich, ja. Ja, und jetzt haben wir gerade gesehen, 6 gegen 6, wenn wir jetzt in den Kinderfußball gehen, ist das eigentlich schon zu viel. Ja. Also wenn wir jetzt eine E-Jugend nehmen, das zweimal das finden wir besser. Dieses drehende Angriffsrecht ist insofern spektakulär, weil jetzt haben wir hier den Namdi Collins am Ball, der spielt den Ball raus als rechter Innenverteidiger und ist in dem Moment, wo Lars den Ball bekommt, jetzt dreht er das Angriffsrecht, ja, ist er auf einmal linker Stürmer. Wie wichtig ist dieses intuitive Verständnis, positionsunabhängig auf dem Feld klarzukommen, weil manchmal spielst du rechts von der Linie, dann musst du aus dem Halbraum spielen, die Anforderungen ändern sich ja permanent. Wie wichtig ist dieses globale Wissen? Am Ende, glaube ich, ist der Schlüssel, und das musst du im Kinderfußball oder in Kindern ausbilden, der Schlüssel ist, dass du natürlich eine gute Technik hast, eine gute Technikanwendung, aber immer im Entscheidungsverhalten, das ist alles Entscheidende. Und wenn du auch im Kinderfußball diese ganzen Technik-Dinge, die jetzt in so einem 3 gegen 3 automatisch vorkommen, wie Dribbling, wie ein Pass, wie ein Abschluss jetzt hier in der Szene, isoliert trainierst, dann kann ein Spieler unter Umständen mit 16 einen perfekten Pass spielen, aber er weiß nicht wohin. Oder kann nicht entscheiden, ob jetzt der Pass nach rechts, zentral nach links der richtige ist. Und durch so wechselnde Angriffsrechte oder kleine Spielformen hast du immer eine Technikanwendung, immer kombiniert mit einem Entscheidungsprozess. Und das ist das Entscheidende, was du vorhin auch erwähnt hast, dass dann am Ende des Tages auch Spielgeschwindigkeit erhöht wird. Dir bringt der perfekte Flugball nichts, wenn du ihn spielen kannst, wenn du aber nicht weißt, wohin. Und dir bringt der perfekte tiefe Pass nichts, wenn du nicht weißt, wohin. Wenn da jetzt ein Lars Stindl sieht, dann ist es jetzt kein Top-Athlet gewesen, was seine Geschwindigkeit angeht, aber seine Entscheidungsgeschwindigkeit ist schon sehr, sehr gut gepaart mit einer außergewöhnlich guten Technik. Und deswegen hat er auch sehr viele gute, beeindruckende Bundesligaspiele hinter sich, weil er einfach auch als Profifußballer und dann im Kinderbereich sicherlich auch gelernt hat, die gute Technik anzuwenden, aber in der nötigen Entscheidungsgeschwindigkeit. Das ist die eine Komponente an so einem wechselnden Angriffsrecht. Die zweite ist, ich war selber Innenverteidiger und weiß, wie spannend es ist, dann auch im Spiel mal Stürmer zu sein. Ja, und vor allem lernst du ja quasi am Modell. Du merkst dann auf einmal als Abwehrspieler, jetzt bin ich Stürmer und laufe mich frei mit dem Wissen, was mir als Abwehrspieler vielleicht wehtut. Dementsprechend kannst du auch wieder adaptieren als Abwehrspieler. In der nächsten Moment bist du wieder Verteidiger und weißt, ich habe mich jetzt so freigelaufen, weil mir das eigentlich als Verteidiger wehtut. Jetzt muss ich mich anders positionieren. Also du hast ständig, du spielst quasi gegen dich in Anführungszeichen, weil du eigentlich Verteidiger bist irgendwann im Spiel, aber in so einer Trainingsform wirst du dann auch einmal kurz Stürmer und kannst dann trainieren, wie du später vielleicht aber Dinge gut verteidigen kannst. Und das ist schon spannend und du hast einfach, wie gesagt, immer eine viel Technikaktion, dann sieht man ein Dribbling, man sieht einen Abschluss, man sieht Doppelpassaktionen, aber halt immer viel direktes 1 gegen 1. Aber halt immer viel mit Entscheidungsverhalten, ja, auf welche Seite dribble ich, wie kriege ich einen guten Abschlusswinkel und so weiter und so fort und nicht eben isoliert die Technik nur trainiert. Du hast ja auch Jugend trainiert, lange Jugend trainiert, ja, sehr erfolgreich Jugend trainiert, auch weil die Spieler... Nicht so erfolgreich wie du, aber auch... Ja, ja, aber ist ja das eine, deutscher Meister zu werden, das andere ist ja auch, dass die Spieler gut geworden sind. Ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Jugendtraining und Profitraining für dich? Ja, ehrlich gesagt sollte es gar nicht so viel sein, wie man manchmal meint. Ja, ich finde die Orientierung, ich hatte einen großen Förderer, Bernhard Peters, der viel Dinge gerade im Offensivfußball mir auch mitgegeben hat. Viele machen im Jugendbereich den Fehler, sich zu viel am Profitraining zu orientieren. Ich sehe es ja andersrum, dass man als Profitrainer oft den Blick verliert für das kleine Detail, für das kleine 1 gegen 1, für die Entwicklung des einzelnen Spielers, aber in einer Spielform. Und da ist die Orientierung von der Profimannschaft eher an einem Jugendfußball interessanter wie andersrum. Ja, der Unterschied tatsächlich im Profifußball ist die vielen Themen drumherum. Ja, das Spiel an sich, die Anforderungen des Spiels. Du hast ja ständig, wenn der Gegner gut und kompakt verteidigt, hast du im Prinzip ständig irgendwo isoliert diese 3 gegen 3 Situation auch im normalen 11 gegen 11. Ja, du musst ja immer versuchen als Trainer, das ist die Kunst, finde ich, aus Spielsituationen, Trainingssituationen zu isolieren und da kommst du ganz häufig oder ganz selten in einem großen 11 gegen 11 raus, sondern du hast ja oft dann am Flügel vielleicht ein 3 gegen 3 oder mal eine 3 gegen 2 Situation oder auch eine 2 gegen 3 Situation, die du irgendwie lösen musst, so eine Überzahlsituation in der nächsten Ebene und das sind ganz oft, wenn du aus dem Spiel Situationen rausschneiden würdest, kommst du am Ende auf ein 3 gegen 3 oder auf ein 4 gegen 4 im 16er, um den 16er in der Spieleröffnung.
eine Spieleröffnung geht ja immer los, selten gesehen im Spiel bei einem normalen 11 gegen 11. In der Eröffnung mit Torwart und Ballert haben die beiden Innenverteidiger vom Gegner noch nicht diesen riesen Einfluss, sondern erst wenn du in die nächste Ebene kommst. Und deswegen kommst du ganz oft in so isolierte Situationen wie hier im 3 gegen 3. Und da ist der Unterschied im Profifußball tatsächlich viel diese Themen drumherum. Ja, gar nicht so viel inhaltlich, sondern ich finde eher, dass man die Orientierung auch als Profitrainer hinkriegen muss, sich mehr an guten Kinderfußballtrainern zu orientieren, wenn man es jetzt provokant sagen will, wie andersrum, weil man oft als Profitrainer sehr global denkt und nur noch im nächsten Gegner denkt, aber die Kunst schon auch nach wie vor darin besteht, deine Spieler auch auszubilden, ja, in kleinen Räumen. Natürlich, wenn du jetzt Real Madrid trainierst, musst du vielleicht den einen oder anderen Spieler weniger ausbilden, wie wenn du, weiß nicht, ich sag's mal mein Beispiel, früher Hoffmann trainierst, aber auch ein Real Madrid-Spieler, der jung ist, ja, hat noch Lust, sich zu entwickeln. Also da gibt es gar nicht so viele große Unterschiede, wie man meint. Wenn du die Netto-Minuten nimmst, die ein Spieler von dir in den kleinen Spielformen war, pro Woche, ja, wie viel mehr haben die in Hoffenheim in der Jugend in den kleinen Spielformen gespielt, jeder Einzelne, als dann später als Profitrainer? Ja, leider deutlich mehr. Ich habe im Jugendfußball viel trainiert, sehr viel trainiert und auch alles in Spielform trainiert. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen. Ich war noch nie ein Freund und werde auch nie sein, viele Dinge isoliert zu trainieren, sondern eben immer mit Entscheidungsverhalten zu kombinieren und auch in vielen kleinen Formen, selbst dann im oberen Jugendbereich in der U19. Und wir hatten tatsächlich viele Minuten. Wir haben auch Schultraining gehabt, wo wir vormittags noch trainiert haben. Im Profibereich geht es dann schon viel um Belastungssteuerung. Das wird denen leider auch viel beigebracht. Ja, habe ich auch mit einigen Spielern schon gesprochen. Du sprichst ja auch noch mit einigen Spielern, die werden dir Ähnliches bestätigen. Da gibt es dann welche, die finden den Weg nicht schlecht, weil sie vielleicht nicht diesen brutalen Antrieb haben. Das ist vielleicht auch anders, wenn du 29 bist, ja, und schon was gibt am Knie hattest. Es gibt aber auch viele, die sagen, ja, ich würde gerne trotzdem mehr trainieren und eben nicht nur dieses Wort Steuerung hören oder müssen Frische behalten. Das ist schon alles richtig. Und am Ende herrscht im Profifußball auch ein bisschen Druck und ein bisschen Ergebnisdruck und Druck von außen. Und da will jeder sich so ein bisschen schützen, dass der nicht überhand nimmt. Aber am Ende des Tages ist es schon so, dass ich im Jugendbereich mehr trainiert habe, auch deutlich mehr Netto-Minuten in kleinen Spielformen gehabt habe wie bei den Profis. Das heißt, für uns, wir arbeiten sehr eng mit den A-, B- und C-Jugendtrainern zusammen, der Nachwuchsleistungszentren. Man kann als Jugendtrainer nicht einfach die Profiwoche nehmen. Ja. Und die kopieren, da sind Inhalte drin, die kannst du nehmen. Aber sie müssen mehr trainieren, können mehr trainieren, wenn sie gesund sind. Ja. In diesen Formen, es sind, wie du sagst, ähnliche Formen, aber es muss mehr sein in den Minuten pro Spieler. Weil da wird das Fundament gelegt, das ist einfach noch in der Entwicklung und das wird dann anders, wenn sie älter werden. Ja, und du hast ja auch, man wünscht sich keinem Spieler, der verletzt ist. Aber wenn du im Jugendbereich jetzt vielleicht mal die eine oder andere Woche übertreibst und du hast mal einen Spieler, der vielleicht 8 Tage ausfällt, da ist jetzt kein riesen finanzieller Schaden. Das ist schon ein Unterschied in der Betrachtungsweise, ob du, ich sage es mal aus Bayern München Sicht, ein Harry Kane ausfällt, weil der natürlich ein paar Euros verdient, oder ob ein U19-Spieler bei Bayern München mal 2 Wochen ausfällt. Das ist für den Spieler nicht schön, nicht falsch verstehen, aber am Ende ist die Orientierung am Profitraining eine völlig falsche, weil da komplett unterschiedliche Voraussetzungen da sind, was diese äußerlichen Einflüsse angeht, wie Medien, wie auch eben diese finanziellen Themen, die man mit Profifußballer hat, wie Marktwert und so weiter. Da spielen ja 1000 Sachen mit rein, die man in der U15 nicht berücksichtigen sollte. Und demnach ist da mehr Training, auch mehr Training in kleinen Feldern, mehr als notwendig. Und wir haben auch schon das Feedback von denen, die das jetzt durchziehen und ihre Zeiten teilweise verdoppelt haben, dass sie sich eher weniger verletzen. Weil du bist es halt gewohnt. Ja, du adaptierst natürlich. Du adaptierst, du bist es gewohnt zu sprinten, bis das Spiel ist dann nicht mehr mit den 11 Kilometern und den ganzen Sprints, ist nicht mehr so viel drüber über dem, was du sonst machst. Das hier ist ein 5 gegen 5, hier ist ein interessantes Bild, weil wir hier mit den B-Jugendtrainern der Nachwuchsleistungszentren stehen. Ja. Wir haben hier den FSV Frankfurt zu Gast gehabt und wir haben vor allem hier oben das zweite Feld. Also diese Kooperation finde ich gut mit den Vereinen, weil es ja nicht nur, wir sind jetzt beim DFB, aber wir sind ja nicht die, wir machen ja nicht das Training jeden Tag. Deswegen ist das wunderbar in der Zusammenarbeit. Aber hier oben ist das zweite Feld, das heißt, dieses Training ist wieder nur gut, wenn es ein zweites Feld gibt. Und jetzt ist das hier ein 4-1 verteidigen, Viererkette plus Sechser. Es geht relativ schnell gegen, ich halte es einmal hier an, gegen rechte 8, linke 8, Stürmer, links außen, rechts außen. Das Feld relativ breit. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich eine Positionsspezifik für alle Spieler. Absolut. 4-1 defensiv gegen 4-1 offensiv. Wie siehst du das, taktische Inhalte, Elemente des Spiels so einzubauen? Ich erkläre es einmal kurz zu Ende, weil wir es dann so spielen, dass aus diesem strukturierten Spiel danach im freien Spiel weitergespielt wird. Das heißt, jetzt können sie offen spielen und dann wird es dieses pure, der pure Fußball, 5 gegen 5, nochmal 30 Sekunden plus letzter Ball, dass du dann in den Flow kommen kannst und es nicht nur taktisch zu Ende spielst. Wie siehst du es hier im 5 gegen 5 oder in kleineren Gruppenanzahlen,
Also generell finde ich den Mix gut, wenn du taktisch Inhalt trainierst, ist mal vorne weg und dann immer nochmal 30, 40 Sekunden Freispiel anhängst, ist die Motivationsgrundlage bei jedem Spieler, ob im Nachwuchs- oder im Profibereich, für die taktischen Inhalte deutlich größer. Und am Ende hast du da in so einer Form 5 gegen 5, jetzt in dem Fall aus einer 4-1-Struktur und der Gegner aus einem 4-3-3, aus Defensivgesicht gesprochen, die anderen im 4-3-Offensiv, hast du die Situation, die du später im 11 gegen 11 auch brauchst, nur einfach in einer viel höheren Wiederholungszahl. Der Raum ist begrenzter, du hast nicht die komplette Breite, du hast deutlich mehr Anspiele, sprich aus Außenverteidigersicht, wenn man jetzt den Pinken nimmt, hat der, um nochmal ein Beispiel bei uns zu nennen, im Prinzip in so einer Form 5-6 Mal mehr die Aktion, die jetzt David Raum gegen Lamine Yamal im Viertelfinale gegen Spanien hat, aber wo wir das Tor kriegen. Das kannst du im 11 gegen 11 machen, hat er das aber vielleicht einmal. Ja? Und hier hat er das aber 6-7 Mal, vielleicht in den 2-3 Minuten, je nachdem, wie viel man das spielt. Sprich, du hast einfach auch da wieder eine viel größere Wiederholungszahl. Ja? Und dann, dadurch, dass du nochmal 30 Sekunden frei anhängst, hast du eine größere Motivationsgrundlage, das auch, auch taktisch gut umzusetzen, weil du eben nicht nur verteidigst, nur hinterherläufst. Und aus offensiver Sicht ist es im Prinzip das Gleiche, was ich vorhin mal kurz beschrieben habe. Wenn man jetzt so eine isolierte Situation nimmt, wenn der Stürmer jetzt noch ein bisschen ballseitiger kommt, hast du eigentlich wieder ein 3 gegen 3, mehr oder weniger, was die lösen müssen. Was wir vorher kannst du sogar an einer Seite noch wegnehmen. Genau, dann hast du im Prinzip immer wieder die Situationen von einem 3 gegen 3, dann ist auf ein bisschen größeres Feld übertragen, aber mit einer deutlich höheren Wiederholungszahl als im 11 gegen 11. Auf dem anderen Feld wird auch nochmal ein 3 gegen 3 gespielt. Und da hast du auch genauso wieder eine hohe Wiederholungszahl, viel Freude. Und dann später kannst du natürlich aufs große Feld übertragen, wenn es dann in den Seniorenbereich geht. Aber da hast du ja die Anforderungen, die du im normalen Spiel brauchst, aber einfach in einer viel größeren Wiederholungszahl. Also brauchen wir das 11 gegen 11 im Training gar nicht unbedingt, um unsere Spieler zu entwickeln? Ja, ich spiele es sehr selten. Generell finde ich, im Profibereich ist es manchmal nicht schlecht, dass sie einfach in ihre Räume, in ihre Abläufe kommen. Aber im Nachwuchsbereich, ich habe jetzt in meiner U19 ganz, ganz wenig und ganz, ganz selten ein klassisches 11 gegen 11 gemacht tatsächlich. Ja, weil der Stürmer hat 30 Ballaktionen in 90 Minuten. Genau. Wenn man dann eine halbe Stunde spielt, sind es 10. Der Torwart hat 4 bis 8 Paraden, je nachdem, wo man spielt. Wenn überhaupt, ja. Ja, wenn überhaupt. Das können wir dann natürlich komplett mit Aktionsdichte, Thema Wiederholung, erhöhen. Und die taktischen Elemente, das ist dann wieder Philosophie. Wie möchte man das haben? Wie nah soll der jetzt schon draußen sein? Ja. Wann kommt der draußen an? Das können die Trainer entscheiden. Aber wir wünschen uns, dass die Spieler und Spielerinnen spätestens ab der C-Jugend in solchen Formen trainieren. Und wir haben ja auch ein Defizit an Außenspielern gehabt in der Entwicklung. Und sowohl Außenverteidiger als auch offensiver Außen, und durch dieses breite Feld, der Spieler hier außen nimmt sich ja noch, der kennt ja hier raus, der nimmt sich ja schon Raum. Du kannst vielleicht sogar dann ganz rüber spielen, wenn du irgendwann das öfter gemacht hast, dann sieht der vielleicht sogar den Ball ganz raus. Und dann hast du permanent dieses diagonale Dribbling. Und da müssen die Außenspieler schon ein bisschen was aushalten, ne? Bei den Topspielern, die auf sie zukommen, oder? Ja, das ist ja, gerade wenn man als Beispiel gegen Spanien spielt, haben die zwei Raketen da am Flügel, die nur diese 1 gegen 1 dann suchen und auch zwei Achter dahinter, die durch Dribbling-Aktionen viel Gegner im Zentrum binden, um einfach die Außen zu isolieren. Hast im Prinzip das, was dann auch später mal im Profibereich ständig auf dich zukommt, hast du da einfach in einer sehr großen Wiederholungszahl. Und wir können es auch umdrehen, dann spielen wir es genau andersrum, 4-1 Pressing. Gegen Spielaufbau, eigentlich ähnliche Regeln. Einer darf nur nach vorne verteidigen über die 16er-Linie, dass du dann noch rausstichst. Und dann wird hier der Spielaufbau ausgespielt. Machen sie gut. Ja. Dribbeln an, mit dem Pass den Gegner ausspielen. Dann haben wir genau umgedreht, aber haben ähnliche Prinzipien. Und wunderbares Training für uns. Der Nachwuchsfußball hat sich verändert. Ich war da live dabei, weil 2010 habe ich das erste Mal die A-Jugend vom BVB trainiert. Da gab es keine Videoanalyse vom Gegner. Wir hatten kein Video vom Gegner. Wenig. Ja, es gab es gar nicht. Ja. Und das kam dann irgendwann. Und dadurch hat sich natürlich der Nachwuchsfußball taktisiert. Ja. Die 2014er Weltmeister sind die ohne Videoanalyse in der Jugend, zumindest ohne gegnerorientierte Videoanalyse groß geworden sind. Wie wichtig ist die individuelle Qualität? Weil unsere Botschaft ist, wir trainieren keine Minute weniger an der individuellen Qualität, weil wir ein Video vom Gegner haben. Das heißt ja nicht, dass man das Video nicht guckt. Ja. Und vielleicht auch irgendwo eine Analyse macht, aber wir können nicht weniger trainieren an Beidfüßigkeit, an Torschuss, an intuitiver Spielfähigkeit, an Positionsspezifik. Das ist unsere Botschaft. Wie siehst du das? Wie wichtig ist die individuelle Qualität, damit Spieler im Übergangsbereich eine Chance haben, auf dem höchsten Niveau anzukommen? Ja, eigentlich das Wichtigste. Es ist ja auch selbst im Profibereich so, da darf man als Trainer vielleicht nicht blauäugig sein oder sich auch nicht zu wichtig nehmen. Am Ende entscheiden dann schon die besonderen Momente der besonderen Spieler auch die Spiele. Ja, da kannst du, wenn du eine gute taktische Idee hast, kannst du ein gewisses Fundament schaffen, dass eine Mannschaft eine gewisse Stabilität hat.
Wenn man jetzt mal das Eröffnungsspiel der EM nimmt gegen die Schotten, dass der Jamal diese super Bewegung hat und den unter das Dach haut, das ist ja keine Trainerleistung, zumindest nicht von mir. Vielleicht hat ihm das irgendeiner im Nachwuchs beigebracht, aber es ist jetzt keine. Ich habe ja nicht gesagt, wenn du aus dem Winkel einen Pass kriegst, machst du die Bewegung und dann schießt den unter die Latte. Du kannst vielleicht über die Positionierung sprechen und so weiter, aber die Aktion an sich ist individuelle Qualität und deswegen ist auch wichtig, gerade im Übergangsbereich, wenn du oben rauskommen willst, musst du ja rausstechen und besser sein als der ein oder andere. Und da ist die individuelle Qualität ist alles Entscheidende und auch die, ja, der Fokus der Trainer, eben die auch auszubilden in ihrer Gänze, alles was dazugehört, extrem wichtig. Das sehen wir ähnlich. Und wir haben noch ein Thema, jetzt mache ich gerade die U20-Nationalmannschaft und die sind jetzt alle in den Profi-Teams. Mhm. Die Jungs sind echt gut, sind tolle Spieler, werden auch schon wieder besser. So, das merkt man einfach, dass es schärfer wird. Viele haben das ja auch gefühlt, was wir jetzt sagen. Ah, ja, dass wir so ein bisschen da vom Weg weg waren und dass wir da uns neu alt erfinden müssen, wieder die richtigen Dinge in den Vordergrund stellen. Für uns ist es klar so, dass U23-Spieler mehr trainieren müssen. Du hast jetzt eine normale Profiwoche und wir wünschen uns, dass die mehr trainieren. Ja. Und auch nicht nur in dem Individualtraining, sondern gerne nochmal 6x90 Sekunden kleine Spielform obendrauf, mit denen die unter 23 sind. Wie ist das für dich? Bedeutet das für dich? Ja, am Ende finde ich es immer, gibt ja klare Statistiken, dass die sagen wir, unter 23 oder unter 20, 21-Jährigen jetzt nicht die extremen Spielzeiten zu Beginn immer kriegen, wenn sie oben rauskommen, je nach Club. Es gibt natürlich Clubs, wo es ein bisschen leichter ist, aber wenn jetzt ein 20-Jähriger bei Bayern München in den Kader kommt, dann wird der nicht im ersten Jahr jetzt ein paar Mal ausgegrenzt, Alex, aber ja, extrem viele Minuten sammeln. Und dann gibt es keinen größeren Fehler, als den zu machen, dass du denen dieselbe Belastung gibst, inhaltlich wie vielleicht ein Josh Kimmich, der jede Minute sammelt als Beispiel. Und dann der zweite Fehler ist eben dann, ihn angeblich mehr zu belasten, eben nur in isolierten Technikformen. Das passiert ja ganz oft. Genau, das bleibt dann am Ende im Torschießen nach dem Training. Genau, hängen. Dann hast du vielleicht wieder eine Weiterentwicklung in seiner Technik, wenn es in dem Alter dann auch möglich ist. Aber du hast eben wieder diese Entscheidungskomponente nicht dabei. Und dann natürlich auch der Spaßfaktor weniger, die Wiederholungszahl in den gleichen oder ähnlichen Räumen, gleichen Situationen, die deinem Spiel vorkommen, weniger. Dann hast du ein isoliertes Techniktraining, was ihn ein bisschen mehr belastet, aber wird sich nicht in dem Maße weiterentwickeln, wie er sich weiterentwickeln muss. Und ich sehe das genauso, dass man im Fußball generell den Fehler macht, finde ich, viel zu viel. Du hast ja ein extrem großes Feld, du hast viele Spieler, aber sehr große körperliche, unterschiedliche Belastungsstrukturen innerhalb eines Spiels. Also ein Außenverteidiger hat, weiß nicht, 6, 7, 70 Meter Sprints unter Umständen. Die hat einen Sechser von Bayern oder von einem guten Team nicht einmal, wenn es einigermaßen ordentlich läuft. Also kann der auch einen Tag nach dem Spiel oder unter der Woche anders belastet werden. Und eben nicht isoliert, sondern anders belastet werden in einem 3 gegen 3, wo ein Sechser vielleicht ständig ist. Ich biete mich im Rücken an, drehe mich auf die richtige Seite, spiele einen Ball oder spiele einen tiefen Pass aufs kleine Tor. Das kannst du schon deutlich mehr machen. Da muss man auch unterscheiden, finde ich, zwischen den Positionen. Und natürlich auch altersmäßig gibt es große Unterschiede, wer wie viel trainieren kann. Wir haben hier eine Form, die haben wir mit der U20 gespielt, die kennst du natürlich auch. Das wäre so eine Form, wo wir sagen, hey, nach dem Training, die U23-Spieler, lädst du noch ein paar ein und spielst das nochmal 6x90 Sekunden plus letzter Ball obendrauf. Hier mit tiefen Anspielern, wir spielen neben dem Tor mit zwei, also ein oder zwei Kontakten, damit wir härter rausspielen können. Was sagst du zu diesem Thema tiefe Anspieler, Beschleunigung neben das Tor, diese pure Freude da drin? Ja, das ist auch eine Spielform generell, die den Spielern extrem viel Spaß macht, die aber auch sowohl offensiv wie defensiv extrem viel Schulungskomponenten hat. Du hast aus defensiver Sicht immer die Situation, im Spiel auch mal überspielt zu sein und dann Anschluss zu haben, sofort Mannbindung aufzubauen. Wer ist der gefährliche Spieler? Die Wandspieler jetzt hier neben Tor können ja kein Tor erzielen, sprich, die müssen den Ball wieder ins Feld bringen. Du hast jetzt im normalen Spiel vielleicht dann teilweise die Situation, dass es aus einer Abseitssituation raus wäre wie jetzt hier, aber trotzdem hast du oft als Innenverteidiger die Situation, dass ein Spieler am Flügel angespielt wird, dann vielleicht ein 90-Grad-Pass kommt, du musst schnell Mannbindung aufbauen. Und aus offensiver Sicht ist es jetzt sehr tornah, du hast es aber im Spiel kannst du es genauso auch übertragen wie ein Innenverteidiger, der auf eine 10 spielt und ein Sechser, der hinter den Ball kommen muss. In dem Fall kann dann der Sechser in diesem Feld aufs Tor schießen. Im Spiel hat er vielleicht dann aber eine Spielfortsetzung irgendwie nochmal in den Halbraum oder auf eine Spitze. Und du hast im Prinzip in offensiv und defensiv einfach eine hohe Anforderung, dich immer wieder neu zu positionieren, eine große Spielaktivität, ja, das, was der Schlüssel ist für eine hohe Wiederholungszahl, ist einfach eine große Aktivität zu haben, ständig dabei zu sein. Und du hast immer wieder andere Anforderungen. Ja? Neben den Ausbildungen von Abschlusssituationen, Dribbling, die du hier viel hast, so kleine Doppelpassaktionen, seitliche Stellungen in der Defensive, hast du aber eben durch die Anspieler immer wieder neue Winkel, die du auch verteidigen musst, aber wo du dich offensiv einfach auch mit gutem Anschluss freilaufen kannst, um zum Abschluss zu kommen. Und ja, über allem steht, dass den Spielern einfach unfassbar viel Spaß macht, aber auch sehr viel bringt. Ja, wir haben in den kleinen Spielformen, wenn wir die Anspieler wegdenken, haben wir so ein bisschen die Gefahr,
dass wir uns in der Kleinteiligkeit verlieren, weil dann sind alles kurze Pässe. Ja. Ein Abwehrspieler muss sich eigentlich nicht drehen und hier musst du permanent den Kopf und den Körper drehen. Das ist natürlich eine Form, auch darüber haben wir gesprochen, die lange kritisch gesehen wurde, weil neben dem Tor steht ja keiner. Ja. Und wir sagen, lass uns nur darauf gucken, was ein Spieler lernen kann und lernen muss. Und dann müssen wir diese Form machen. Und wie du sagst, die Spieler, die gehen vom Platz und sagen, wir lieben das. Klar, neben dem Tor steht keiner, aber generell ist das richtige Feld dann irgendwann später auch ein bisschen größer. Sprich, du hast ja, im Prinzip ist die Situation im Spiel, du wirst überspielt und musst Anschluss haben, offensiv wie defensiv. Ja, du hast sie natürlich im Spiel nicht neben dem Tor, trotzdem schulst du auch da. Es geht ja, wie du gerade sagst, wenn du den Blick auf den einzelnen Spieler hast, allein schon den Moment zu erkennen im Spiel, ich gewinne vielleicht den Ball und habe den ersten Blick tief, ja, auch wenn es nur ein 30-Meter-Pass aus dem Druck raus oder ein 20-Meter-Pass wie hier, hast du trotzdem bei dem Spieler, dem im Spiel kommt dann an, okay, ich gewinne den Ball und schaue erstmal tief, wie es hier jetzt Grün als Beispiel macht. Ja, ich habe den tiefen Anspieler, jetzt in dem Fall ist der Torwart, aber es kann ja auch ein Innenverteidiger sein, der den Pass spielt. Dann schulst du im Spiel, wir gewinnen den Ball und haben den ersten Blick tief, was du damit schulst. Und am Ende kommt bei dem Spieler das raus, auch wenn im richtigen Spiel dann der Spieler hoffentlich nicht neben dem Tor steht und versucht, die Bälle abzulegen. Ja, du hast das steil klatschen. Jetzt müssen sich ja auf den Ball alle drehen. Ja. Das heißt, jetzt muss er sich komplett drehen, die müssen den Kopf drehen. Steil Klatsch verteidigen, dann durch die lebendige Bande geht der Rhythmus nochmal hoch, weil der Ball geht halt weniger ins Aus. Deswegen ist das eine Form, die wir großartig finden. Du kannst ja auch hier viel kleine Anpassungen machen, wenn Trainer das kritischer sehen, dass sie neben Tor stehen, kannst du sagen, die haben noch einen Winkel, um nach außen mitzulaufen, können aus der Außensituation, wenn es irgendwie Abseits ist, vielleicht von der Abseitslinie trotzdem in die Tiefe starten, dann hast du nochmal so ein bisschen Schulung auch der Außenstürmer, dass man eben nicht jeden Ball nur in den Fuß kriegt, sondern auch in den Raum kriegt. Dann kannst du ja, wenn jetzt der Wandspieler von Grün hier vielleicht beim Co-Trainer startet, irgendwo da außen, dann kann er in die Tiefe den Ball kriegen und wer wie im Spiel so einen Quersteillauf legt, dann schufst du auch nochmal die Wandspieler mit, dass sie nicht nur ablegen, da kannst du ja adaptieren, bleibst in derselben Form, hast aber trotzdem nur 5, 6 Schwerpunkte mehr. Da gibt es ja unzählige Anpassungen, die du vornehmen kannst, immer derselben Form und hast dann einfach weitere Schwerpunkte dabei. Genau, diese Rezeptur wollen wir auch, weil jetzt haben wir hier steil Klatsch, Spiel durch die Ebenen, Körperdrehung, wenn wir das jetzt dagegen legen, was wir vorher angeschaut haben, das hier, dann hast du hier eher die Beschleunigung in die Breite und die frontale Situation. Und diese Rezeptur wollen wir geben, weil alles ist Fußball. Das gehört ja, dann muss das ja zusammenkommen, um auch sehr gutes Training zu machen. Hier ist so ein bisschen was drin, wie wir das bauen können. Jetzt spielt Gelb im Spielaufbau mit dem tiefen Anspieler zwischen den kleinen Toren. Also die können den nutzen. Und jetzt haben wir diese Spielaufbausituation, wo die auf die kleinen Tore gehen. Der wird gut geklärt, eine tolle Verteidigungssituation, wieder die ganzen Trainer nebenan, wieder das zweite Feld oben, wo auch Fußball passiert und spielen das auch gut raus. Also wir sehen hier dieses Element, sich das zu öffnen und dann können sie über einen Doppelpassspiel da treffen. Das ist am Ende ja extrem spielnah, das ist ja dieselbe Situation, die du im Spiel dann auch hast, außer dass du dann halt nicht auf die kleinen Tore passt, sondern vielleicht auf den nächsten Spieler. Ja, und jetzt geht es dann in die Diagonale, das ist, was du gesagt hast, dann ist es diagonal, das kann man dann mit Abseits spielen. Wenn wir nochmal in die Steuerung gehen, jetzt habe ich ja hier 12 Spieler und jetzt kann ich es eigentlich durchspielen und alle 90 Sekunden wechsle ich die Anspieler. Ja. Dann ist die Pause hier, die Netto-Spielzeit entsteht nur für die im Feld. Ja. Und dann kann ich es durchspielen, wechsle die Anspieler und habe hier jeweils ein Drittel der Zeit eine sehr aktive Pause, weil die Rolle natürlich wichtig ist. Ja. Und hier kann ich sogar mit 3 Mannschaften spielen. Kann ich, je nachdem, dann kann ich mit 3 Mannschaften spielen und wechsle immer nach 2 Minuten die Anspieler, dann habe ich wieder 2 Drittel der Zeit im Feld und 1 Drittel außen, was für uns ein sehr, sehr guter Schlüssel ist. Ja. Habe ich mehr Spieler im Training, brauchen wir wieder das zweite Feld, um die Netto-Spielzeit hochzuschicken. Das ist für uns die beste Trainingseinheit. Wir wünschen uns, dass die Kinder und Jugendlichen in Deutschland mindestens zweimal die Woche nach dieser Struktur trainieren. 15 Minuten aktivieren, Technik, Fangspiele, dann 30 Minuten spielen, mehrere Felder, 3 bis 4 Durchgänge, 3 Minuten zum Beispiel auf mehreren Feldern in den Varianten, die wir gerade gesehen haben. Dann nochmal einen Zwischenblock, wo wir nochmal üben, Torschuss üben, Flugbälle üben, vielleicht auch nochmal Athletiktraining, maximale Sprints, weil die haben wir in einer kleinen Spielform nicht drin. Ne? Auf 100% Geschwindigkeit kommen wir nicht. Und dann spielen wir nochmal weiter. Was sagt dir diese Struktur? Wie viel Freude hätte sie dir als Spieler gemacht, nach einer Viertelstunde schon zu kicken? Ja, ich habe tatsächlich, als ich im Jugendbereich Trainer war, sehr früh damit angefangen, dieses klassisch gelernte Training aufzubrechen, wie es früher war, mit Erwärmung, dann Passspiel, dann Torschuss und irgendwann komme ich zum Abschlussspiel. Spiel. Ja, so ganz klassisch, weil es auch tatsächlich nicht die Anforderung des Spiels ist. Ja, du gewöhnst den Spieler sehr dran, erstmal 30 Minuten hinzuarbeiten, wo du am Ende rauskommen willst. Und am Ende ist ein Spiel natürlich sehr wellenförmig. Es kann in der ersten Minute schon die entscheidende Situation sein, jetzt übertrieben gesagt. Und du musst schon sofort wach sein.
und hast dann vielleicht auch wieder eine Ruhephase, wenn du mal führst oder wo beide Teams so ein bisschen sich abtasten, wie es jetzt hier ist mit diesem Zwischenblock als Beispiel, wo du aber trotzdem dann in einer gewissen Ermüdung auch eine Technikform trainieren kannst, wie es im Spiel auch ist. Du musst ja auch nach einem 17-Meter-Sprint trotzdem noch einen anständigen Pass spielen können und fährst dann wieder hoch. Also das bildet viel mehr auch das tatsächliche Spiel ab. Deswegen macht es extrem viel Sinn, Trainingseinheiten auch so zu machen und am Ende, ja, wie ich schon gesagt habe, sind kleine Spielformen oder zu spielen, die Dinge, die du den Spielern mitgeben willst, aber in Spielformen, in kleinen Spielformen verpackt, deutlich wertvoller, wie es isoliert zu machen und immer diese ursprüngliche, ja, wie man es früher gelehrt hat, wie man ja, so eine aufbauende Trainingsform, habe ich nie gemacht. Ich bin extrem früh, am Anfang sehr zur Verwunderung von einigen Athletiktrainern, sehr früh in Spielformen gegangen nach der Erwärmung und eben nicht 8 Stunden Ballgewöhnung. Ja. Weil ich sage, nach dem 250. Training im Jahr musste ich jetzt kein Spieler 20 Minuten an den Ball gewöhnen. Ja, sondern wenn du ständig kleine Spielformen machst, haben sie die größte Ballgewöhnung, die es gibt. Und dann immer wieder dazwischen was schalten und dann nochmal spielen, ist das, was auch das Spiel am Ende des Tages dann später mal verlangt. Und was an der Struktur wunderbar ist, wenn wir jetzt eine C-Jugend nehmen, die nur 2-mal die Woche trainiert, was ja auch bei den meisten, die Fußball spielen, einfach der Fall ist, dann hast du das Fundament trotzdem abgedeckt und sie werden trotzdem als Sportler und Sportlerinnen groß. Weil du einfach die Intensität in den Spielformen, sie erleben trotzdem all das, was Fußball ausmacht. Ja. Und deswegen ist das für uns eine Struktur, das Feedback, was kommt, es wird leichter, sie entwickeln sich besser und es macht mehr Spaß. Das ist das von denen, die das jetzt sehr konsequent umsetzen und sie gilt für alle. Und es wird dann richtig gut, wenn es als Vereinsstrategie ist. Mhm. Weil sonst ist so, dann der D-Jugendtrainer trainiert so, der C-Jugendtrainer nicht. Ja. Dann kommt wieder jemand Neues, weil wir viel Fluktuation haben. Deswegen empfehlen wir das einfach als Vereinsstrategie, dass das Fundament von Training überall abgedeckt ist. Sehr schön, Julian. Ich habe noch eine letzte Form. Der Fußball entwickelt sich ein bisschen wieder mehr zur Mannorientierung defensiv. Ja, absolut. Das heißt, wir brauchen diese Duelle mit dem Gegner im Rücken, dass wir die entscheiden, Ballsicherheit unter Druck. Hier ist eine Form, wo wir nur nach vorne passen dürfen. Wenn ein Rückpass kommt, muss abgeschlossen werden. Das heißt, hier ist jetzt gleich steil klatscht, er spielt zurück. Und das heißt, der Spieler hier muss abschließen, der muss hier in die Abschlusszone dribbeln und dann ein Tor machen. Dadurch ist jetzt so Spotlight auf ihn. Der muss was zeigen, macht es ganz gut, verliert den Ball nochmal und dann entsteht was sehr Interessantes, nämlich das Bild hier. Weil er spielt ihn an und jetzt kann er den nicht mehr anspielen, er kann hier nichts hinspielen, jetzt müsste er zurückspielen, dann müsste der Torwart aber alle ausdribbeln und ein Tor machen. Deswegen dreht er sich da rein und führt diesen Zweikampf mit dem Gegner im Rücken. Ja. Wie nimmst du diese Tendenz wahr inhaltlich, dass es wieder mehr 1 gegen 1, dass viele versuchen darüber zu killen? Ja, am Ende finde ich, ist ja eigentlich für euch und für dich, wenn du das an den Mann bringen willst, top, weil genau das, da trainierst du im Prinzip im 3 gegen 3, trainierst du ja ständig genau diese Situation. Ja, du hast in kleinen Spielformen extreme Mannorientierung. Ja, wenn du mit einer Profimannschaft 4 gegen 4 spielst, dann sagt jeder, ja, ich nehme den, ich nehme den, ich nehme den. Jeder hat eine Mannorientierung. Du hast ständig die Situation, die dann später jetzt auch bei uns im 11 gegen 11, jetzt spielen wir am Freitag gegen Bosnien, die spielen auch alles Mann gegen Mann. Wir haben gegen Niederlande alles Mann gegen Mann verteidigt. Du kommst tatsächlich viel wieder in diese Mann gegen Mann-Situationen, weil du dann nicht allzu viel taktische Entscheidungen hast. Gerade bei wenig Trainingszeit ist es relativ simpel, auf Mann gegen Mann zu gehen. Genau. Und dann ist eben auf offensiver Sicht wichtig, da hast du im Prinzip viele Dinge von vorhin mit den Wandspielern, die dir viel helfen, dass du Anschluss hast. Ja, Anschluss hinterm Ball, steil klatschen, den Ball wieder rausholen. Aber eben auch individuell, wie du jetzt den Stürmer gerade ansprichst, wie er halt mit dem Verteidiger im Rücken auch umgeht. Aber genauso auch, was machen die beiden Seitlichen in Orange? Ja, müssen eigentlich hinterm Ball kommen, einer muss ihn rausholen. Du förderst quasi, wenn du das aufeinander aufbaust, mit so einem Wandspieler-Spielform, viele Dinge, die du jetzt hier nicht siehst, die du aber eigentlich irgendwann sehen sollst, dass einer hinter den Ball kommt, dass der Stürmer trotzdem das 1 gegen 1 auch lösen kann mit dem Rücken, dem Gegner im Rücken. Aber das sind die Anforderungen, die du später dann im Profibereich, aber auch im Nicht-Profibereich, im Fußball hast, in der Mann-gegen-Mann-Orientierung. Da hast du ständig, je kleiner die Spielform, desto häufiger hast du die Situationen, die du dann später auch im großen 11 gegen 11 bei Mann gegen Mann lösen musst. Ja, und dann, wenn man Kritiker hat, was die Wandspiele angeht, neben dem Tor sieht man jetzt genau die Situation, die man eigentlich provoziert, indem man überspielt ist, geht man nach. In dem Fall ein bisschen am Anfang gekünstelt mit Spielern neben dem Tor, die aber trotzdem dazu führen, dass Spieler einfach nachgehen. Und hier bräuchtest du jetzt auch einen der beiden seitlichen Verteidiger, wenn ich den Zentralen jetzt mal als Sechser sehe oder als Achter, wenn es ein Stürmer ist, die jetzt einfach hinter den Ball kommen und den Ball rausholen. Ja, und dann provozierst du in diesen Formen ständig das, was du später auch im gegen das Mann gegen Mann im Elften. Und das sind ja alles keine, wir haben ja keinen Zauberstab gefunden, sondern das sind alles Dinge, die wir strategisch über den Lebensweg gerne trainieren möchten und dann auch über die Jahre da reinzuwachsen und das auf höchstem Niveau zu machen. Wenn du das jetzt siehst, willst du nochmal spielen oder?
Ja, ich hatte tatsächlich viele gute Trainer, muss ich sagen. Ich kann mich natürlich nicht an jede einzelne, haben wir auch schon darüber gesprochen, jede einzelne Einheit erinnern. Ich weiß nur, dass ich echt oft sehr zufrieden war mit dem Training, was ich... Da sind auch viele bei euch gut geworden. Ja, ich hatte vielleicht lag's auch tatsächlich daran. Schon viele gute Trainer und hatte selten einen, der sehr viel isoliert trainiert hat. Ja, also Thomas Tuchel in Augsburg war extrem viel in Spielformen, in kleinen Spielformen. Da habe ich schon viel mitgekriegt als Spieler. Auch wenn ich tatsächlich heute, wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mal eine Form, ich kann mich an keine so wirklich erinnern, weil ich selber als Trainer, weißt du, wenn du dann 8000 Formen machst, dann vergisst du irgendwann, was du als Spieler gemacht hast. Das stimmt. Aber generell, ja, ich betone immer, und das ist für mich auch als Nationaltrainer unglaublich wichtig, ich will, dass die Spieler auf den Platz gehen und Freude haben, weil sie das sehr ähnlich spüren, wie es damals auf dem Bolzplatz war. Ja, es ist ja keiner auf den Bolzplatz gegangen früher und hat gesagt, heute lege ich mir den Ball auf die Mittellinie, dann dribbel ich an 16er und schieße und dann gehe ich wieder heim. Sondern jeder ist auf den Bolzplatz gegangen und hat gesagt, wir kicken. Man ist ja nie auf dem Bolzplatz ohne Trainer gesagt, heute machen wir ein Training, sondern heute spielen wir. Ja, und dann kannst du natürlich Dinge, die du vermitteln willst, in diese Spielform packen, das ist schon wichtig. Aber diesen kindlichen Spieltrieb, den musst du immer kitzeln. Und das kitzle ich auch bei den Profis jetzt in der A-Nationalmannschaft, weil ich sage, das ist der Schlüsselfundament, um überhaupt erfolgreich zu sein. Ja, verlieren auch sonst die Kinder, weil die Alternativen gesellschaftlich so groß sind, wenn es dann keine Freude mehr macht. Ja, absolut. Wir haben auch noch ein paar Themen mit Spielbetrieb, wenn du in der D-Jugend dann die ganze Zeit auf der Tribüne sitzt, weil wir 9 gegen 9 spielen. Ja. Und dann, da wäre eine einfache Lösung 7 gegen 7 auf 2 Feldern, damit einfach alle spielen, weil da müssen wir uns auch anpassen an die Zeiten, in denen wir leben. Und da haben wir auch eine Verantwortung, es für alle gut zu gestalten. Und am Ende geht es auch nicht um 20, die mal Nationalspieler sind, sondern es geht wirklich um alle Kids. Weniger um die Nationalspieler sind, tatsächlich. Ja. Julian, vielen Dank. Hat mir große Freude gemacht. Ebenso. Wir bleiben dran.